Brutaler Überfall auf eine Elfjährige am Samstagabend in Rostock. Zwei bislang unbekannte Jugendliche gingen auf das Mädchen los, traten auf sie ein und verletzten sie schwer. Ersten Angaben zufolge hatten die beiden Jugendlichen das Mädchen auf einem Spielplatz angesprochen, fuhren gemeinsam mit ihr mit der Straßenbahn zu einem Einkaufszentrum und kauften in einem Supermarkt einen Kasten Bier. Anschließend stiegen sie erneut in eine Straßenbahn ein und fuhren bis zur Haltestelle Rostock-Reutershagen, wo sie gemeinsam ausstiegen. Kurz darauf ereignete sich der Vorfall. Das schwer verletzte Mädchen konnte noch zum Haus ihrer Großmutter laufen, die daraufhin den Rettungsdienst verständigte. Zu den Verletzungen können wir sagen, dass das Mädchen also einen Nasenbeinbruch hat, Prellungen im Gesicht und im Nacken und ein Schädelhirntrauma festgestellt wurde und es befindet sich in stationärer Behandlung. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei fahndet nach den beiden Jugendlichen und bittet Zeugen um Mithilfe. Das Mädchen hat die beiden Täter wie folgt beschrieben, also zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, kurze Haare. Der eine junge Mann trug eine schwarze Adidas-Hose und eine grüne Jacke und der zweite einen orangefarbenen Rucksack. Hinweise zum Vorfall nehmen alle Polizeidienststellen in Rostock entgegen.